1. September 1993. Schiedsrichter Manfred Schmidt hat den Ball. Und darum folgen ihm 22 Fußballprofis willig auf den Rasen. Nicht ahnend, dass sie am Ende nur noch zu 17 sein werden. Pünktlich pfeift Schmidt die Partie zwischen Borussia Dortmund und Dynamo Dresden an. Und es entwickelt sich ein körperbetontes, hartes Spiel im Westfalenstadion. Früh schon ein grenzwertiges Foul von Freund, aber nicht er, sondern der meckernde Sammer sieht gelb. Was sich kurz darauf rächt, weil Sammer nach diesem Einsteigen gelb-rot sieht. Auftakt eines irren Kartenfestivals. BVB-Trainer Hitzfeld sauer, aber bald herrscht wieder numerische Gleichheit. Kutowskis Lattenknaller, dann purzeln viele durcheinander und einer geht. Nicht Schössler, der Chapuisat umreißt, sondern Schmäler nach der Notbremse gegen Riedle. Und der nächste bitte, Handspiel Kutowski, glatt rot. Jetzt sind wieder die Dresdner dran. Schmidt schickt Mauck-Schmidt gelb-rot runter. Schließlich gibt's noch die Ampelkarte für Kranz. Ein Rekordspiel mit 5 Platzverweisen und 3 Chapuisat-Toren beim 4:0 für den BVB. Sein erst zweites Spiel als Bundesliga-Schiedsrichter. Nicht nur für Manfred Schmidt ein unvergesslicher Mittwochabend, dieser 1. September 1993.